Wenn ich mir mein Inventar so anschaue, ja, das hätte ich vielleicht auch noch machen können. Wir haben ja letztes Mal eine neue Flasche bekommen. Und hier haben wir noch so ein kleines Räumchen. Ist jetzt nicht ganz so viel. Wir haben eine Fee, die uns noch fehlt. Okay, ich hab doch die richtigen Knopf gedrückt. Alles gut. Und zwar, wo war ich? Ah ja, genau. Wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen mehr verbessert. Wir haben jetzt so silberne Pfeile. Also Silberpfeile auch genannt. Und die machen ganz viel Schaden. Habe ich mir sagen lassen. Und natürlich das Butterschwert, was wir jetzt hier haben. Auch eine schöne Sache. Und ich habe ja in den letzten Folgen irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht überlege ich mal durch die Gegend zu rennen und mir alle Herzcontainer zu sammeln. Aber um ehrlich zu sein, werde ich das höchstwahrscheinlich nicht tun. Erstmal ist es wahrscheinlich eher uninteressant. Zweitens glaube ich nicht, dass wir da so viel von profitieren werden, weil wir haben eh immer nur 2 oder 3 Herzen. Dann ist das auch relativ egal, ob wir vorher 18 hatten oder 5. Und deswegen sage ich mal, auf diese große Herze-Tournee werde ich euch nicht mitnehmen. Wenn euch das interessieren sollte, gibt es 1000 andere Videos, ganz, ganz banal gesagt. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg tatsächlich in Richtung letzten Tempel. Und ja, da schauen wir mal, was in dem letzten Tempel auf uns wartet. Ich habe mir sagen lassen, dass da oben eine gewisse Zelda sitzt und auf uns wartet und die wir höchstwahrscheinlich dann befreien dürfen, so wie es halt ist. ja, hier sind 1000 Höhlen und so weiter. Ich erinnere mich noch ganz, ganz gut daran, dass das eine ganz tolle Aufgabe war, sich da durchzukämpfen und allen drum und dran. Deswegen, weiß ich nicht, das steckt mir gerade nicht der Sinn nach. Und deswegen machen wir das auch nicht. Also da warten halt vielleicht noch. Meine Nase juckelt. Da warten vielleicht noch ein, zwei Herzcontainerchen auf uns. Aber eins haben wir ja schon geholt. Und von daher ist das, glaube ich, okay. Ich bin nicht ganz, also ich weiß nicht ganz genau, wie wir da rüberkommen. Also klar, da hat man jetzt gesehen, da ist eine Landmasse, wo man halt langkommt. Das ist aber halt hier oben. Da, wo das so schön vibriert. Da müssen wir hin. Und ich glaube, wir müssen dafür ein bisschen hier unten rumlaufen. Da war ja ein kaputtes. Warte. Ja, ich glaube, ich bin, wenn ich da runter renne, langsamer. Ja, tatsächlich, ein bisschen langsamer. Ich meine, mich zu erinnern, dass hier irgendwo eine kaputte Brücke wäre, wo wir uns dann mal rüberhangeln können. Dieses Geräusch ist klasse von dem fußballspielenden Hasen da unten. Schön. Schön, schön. Ja. Hier gab es eine Möglichkeit, das zu machen, irgendwie. Warte mal, ich versuche mal was. Hier. Feuer. Erde haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Ich versuche das mal eben kurz. Ob man hier was machen kann. Nö. Feuer? Sonst, ja. Bin ich dann auch schon wieder so schnell wie möglich überfragt. Das ist total doof. toll. Boah, das Lava hier ist eine Spinne. Siehst du das? ja, dann schauen wir mal hier unten. Oder es kann auch sein, dass wir in der Lichtwelt quasi rüber müssen und da irgendwo ein Portal ist, ein zweites. Weil hier, obwohl wir waren in den Höhlen ja noch gar nicht. Okay, können wir mal. Ich schau mal ein bisschen, was hier so gibt. Ne? Aha. Toll. Ja, ne Fee ist immer gut zu wissen, dass sie da ist. Hilft mir jetzt aber nicht, deswegen hat dieses lakonische Toll. Aber sonst haben wir hier auch nichts. Keinerlei Höhlen. Nichts. Gar nichts. Also da oben haben wir eine Höhle, die haben wir aber uns schon angeschaut. Sonst ist der Berg tatsächlich in der Schattenwelt recht uninteressant. Merkwürdig. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir da irgendwas machen müssen. Also da an dieser Brücke, wo ich da war, über diesen Brückenpfeiler.
Mag aber auch sein, dass wir hier in dieser Welt etwas machen müssen, also in der Lichtwelt. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Feuer? Ich mag die nicht. Die sind so schnell. So. Nur weil es geht. Da und da. Ja, Aufnahme läuft. Ich bin, weiß nicht, am Anfang einer Aufnahmesession, klingt immer noch komisch, wenn ich das so sage, bin ich immer ein bisschen paranoid, ob ich das tatsächlich gestartet habe oder nicht. Deswegen, bear with me. Lass mich. Ich schau mal in der Höhle erstmal nach, was es da so gibt. Ui, lustige Gegnasse. Ja, ich habe gesagt, ich mag die Würmer nicht und das hat sich auch bisher nicht verändert. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich mag viele Gegner nicht, merkt ihr das? Da sind einige, die ich nicht ganz so gerne mag. Alles klar. Okay. Was hat's gebracht? Nicht da, wo ich glaube, wo wir sind? Ja, ne? Und das kannst du am besten einschätzen. Sind witzige Gegner. Lasch mich mal vorbei. Ja, das meine ich mit diesem Höhlennetzwerk. Das ist eine ganz besondere, eine ganz tolle Sache mit dem Höhlennetzwerk. Hier, glaube ich. Dann müssten wir da oben. Oh, oder hier ist auch schön. So ein paar Feen. Warum auch nicht? Die sind immer gerne gesehen. Ich bin überhaupt nicht überfordert, wo wir sind. Gar nicht. Okay, klar. Das war logisch. Völlig logisch, dass wir da runterkommen. Ja, lass mich vorbei. Hier den rechten Eingang. Klar. okay, da ist eine Bombe. Nochmal. Okay, schade. Wieso habe ich diese fixe Idee manchmal, dass man dagegen rennen kann und das dann kaputt machen kann? Bei welchem Spiel war das? Oh, ein Händler, hallo. Der bringt mir gar nichts. Bei irgendeinem Spiel, was ich gespielt habe. Okay, hier kommen wir nicht lang, schade. Ich komme gerade nicht drauf, ist auch völlig wurscht. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter, erstmal. Scheint es. Aha. Dann habe ich doch hier gesehen. Und hier haben wir. Schon wieder ein Feennest. Also es gibt echt viele Feennester anscheinend hier in der Ecke. So, so viel zum Thema. Ich lasse die Höhlen mal außen vor. Wir gehen direkt zu dem Tempel. Aber das ist auch, wenn man wirklich nicht weiß, was man tut, und da gehöre ich gerade zu in diese Gruppe, dann ist es echt nicht einfach. Also besonders kommuniziert wird hier nicht, wo man und warum man irgendwo lang ist. Alles klar. Ach, das ist ja überhaupt nicht verwirrend. Also, klar, ich muss da oben hoch irgendwie. Oh. Ach, auf der Seite sind wir jetzt, klar. Das ergibt Sinn. Tatsächlich. Weil wir da nie waren. Aber wir sind auch jetzt schon wieder weg. Bist du ein Teleporter? Ne, lass mich. Ja, ich mach's ganz... Na, toll. Ganz spannend. Hier ist kein Teleporter. Na, oh, schöne Steine. Ich hasse diese Steine. Habe ich aber, glaube ich, nie gesagt, oder? Ist neu für euch, oder nicht? So. Dann schauen wir mal, ob wir hier über diese wunderschönen Höhlensysteme weiterkommen. Ich glaube, hier war das... ist nichts, ne? Das war nur dieser Anfang, wo wir halt mit dem Alten waren. Der hier hinter sitzen müsste eigentlich. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja, so gut wie hier hinter. Schön. 10 Minuten verwirrt in der Gegend herumlaufen. Das ist genau das Quality Gameplay, was ihr wollt. Komm, heil mich. Ja. Durchgang, ja. Erholung verschaffen. Das sollte man so nicht
Sollte man so nicht sagen, aber ist, glaube ich, okay. So. Ey. Dumm Steine. Na toll. Das war tatsächlich 99% meine Schuld. So. Ich wollte noch mal hier was gucken. Da sind wir hier eigentlich jemals runtergesprungen? Ja. Ich guck mal eben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier runtergesprungen bin. Was ja eigentlich völlig auf der Hand liegen sollte. Ich kenne den Gang noch von früher. Oh. Schau mal an, ein reicher Wurm. Ja. Ich kannte ihn noch von früher. Er hat mir nicht viel gesagt. Also ich wusste, dass ich hier schon öfter mal langgelaufen bin damals. Und deswegen kenne ich auch diesen kleinen liftigen Trick, dass man hier einfach durchrennen kann, so schön. Wenn man das denn Trick nennen kann, das macht, glaube ich, jeder. Ich bin mir da nicht ganz hundertprozentig sicher. Und sonst guckt, schauen wir mal, ne? Weil es da den anderen Gang gab, mache ich das hier mal. So. Das wollte ich nämlich auch noch mal kurz gucken. Den anderen Gang, den wir da von oben haben, kurz anschauen können, was es denn hier so Schönes gibt. Wenn wir eh schon bei einer Erkundungstour sind. Aha, ein Herzteil. Siehste, hat sich ja doch gelohnt. Ja, meine Herzteil gefunden. Und Frank hat was zu erzählen. Salas, ich bin's, Frank. Ein guter Freund von mir und der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen. Von dort her heißt Urheras Turm auf dem Todesberg. Der Brillenfelsen? Eras Turm? Muss mir der Brillenfelsen etwas sagen? Oder ist das einfach... Ah, ich kann hier die Map nicht öffnen. Ist das einfach der zweite Turm da rechts? Das klingt so ein bisschen so, als wäre das jetzt ein relevanter Tipp tatsächlich. Also relevant in dem Sinne, dass er jetzt darüber redet, dass wir da hoch müssen. Jetzt in dieser Situation. Nicht jetzt für das rote Amulett. Und das war doch das rote Amulett, ne? Ich glaube schon. So. Ne. Naja, sonst gibt es hier tatsächlich nicht viel, was ich tun kann. Gerade. Schade, schade, Schokolade. Hier, ja, hier sind wir runtergesprungen. Da war das eine Herzteil, was wir da gefunden hatten. Ne? Ja, genau. Ich sag mal so, ich schau mal eben kurz, wie man da rüberkommt. Und jetzt habe ich ja 14 Minuten quasi eurer Lebenszeit geklaut. Und ja, ich schau mal eben kurz, wie man rüberkommt. Und dann gehen wir da mal Schritt für Schritt durch. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch wieder zurück. Dürfte den einen oder anderen nicht so weit überraschen. Es ist nicht ganz so schwierig, dahin zu kommen. Aber das muss man auch erstmal wissen, beziehungsweise man muss sich auch nicht so dumm anstellen wie manche Leute hier. Und ja, denen, also falls es stört, es tut mir leid. Nur ich möchte halt auch nicht hier wie ein verwirrtes kleines Häschen hin und her laufen, nur weil ich mal wieder vergessen habe, darüber nachzudenken, dass es tatsächlich ein gutes Level-Design gibt. Nein, ich bin so dumm. So gut das Level-Design ist, meine Nase juckt immer noch. So gut bin ich auch darin, das Level-Design zu ignorieren. Und ja, ich habe gerade den Busch zerstört, weil ich zu faul war, drumherum zu laufen. Kann's auch niemandem erzählen. Nee, ich habe mich innerlich geweigert, hier hochzugehen. Weil ich mir dachte so, ja, warum soll ich denn hier hochklettern? Das bringt ja nichts. Und hier haben wir ja den ersten Tempel, den wir gemacht haben. Oder den dritten Tempel, eher gesagt. Und wenn wir uns hier lang begeben, also über die... Aua. Über die gute Brücke, waren wir ja auch hier schon. Und ich habe vielleicht nicht ganz so gut geguckt. Beziehungsweise ich habe hier aufgehört. Ich bin ja hier in die Höhle gegangen. Ja, wow. Es hat gesehen, da ist ein Herzteil auf der anderen Seite. Ja, aber ich hätte vielleicht auch einfach mal weiterlaufen sollen.
Das wäre vielleicht klug gewesen. Komm! Ist das auch klug, wäre einfach in diesen dämlichen Büchern sterben. Boah, ich hasse die. So. Und zwar gibt es hier etwas. Ein kleines Rätselchen. Oh. Man muss das in der richtigen Reihenfolge machen. Anscheinend. Machen wir das mal in der richtigen Reihenfolge. Und dieses kleine Rätsel ist eigentlich nicht schwierig. Das sind drei Flöcke, die man in der richtigen Reihenfolge klopfen muss, um etwas Wunderbares freizuschalten. So. Und zwar, den hatten wir schon richtig, haben wir Glück gehabt. Und dann können wir nämlich alle drei. Ta-ta-ta-ta! Das Portal. Was euch natürlich allen total bewusst war, dass es hier war. Aber mir nicht so. Und hier sind wir auf dem Rücken des Schildkrötentempels. Und hier brauchen wir tatsächlich auch das Erdemedaillon. Also irgendwo tief im Innern meines Gehirns hat sich das noch versteckt, dass wir das mal brauchen werden. Und ja, während wir jetzt hier beobachten können, wie sich das langsam und allmählich da auflöst, können wir hier runterspringen. Und bevor wir hier reingehen, einfach nur, weil ich es wahrscheinlich kann. Hier haben wir nämlich ein Herzteil gesehen auf der anderen Seite. Also auf der Insel da oben. Oh, was ist das denn? Oh, okay. Ihr seid böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Komme ich denn da hin? Okay. Ich will mal kurz in dieser Höhle gucken, was da so ist. Vielleicht haben wir da... Entschuldigung, wenn ich den ganzen Tag an der Nase rumkratze. Das ist irgendwie nervig. Also für mich ist es schon nervig. Aber merkwürdigerweise, ich habe das immer, wenn ich fettige Nahrung esse. Und ja, heute Aufnahmetag ist Montag. Atatata. Und montags haben wir immer in der Familie, dass wir Essen holen. Oh, guck mal. War eben kurz komplett aufgefüllt. Ja, und dann holen wir halt immer irgendwelche fettigen Fastfood, was widerliches. Weil, ja, wenn man halt in einer Großküche groß geworden ist, dann hat man halt immer super leckeres Essen. Und man hat halt dann auch keinen Bock zu kochen, deswegen gab es dann schon immer, oder zumindest so lange, wie ich denken kann, immer montags halt Fastfood, Döner oder letzte Zeit auch mal was anderes, aber sonst meistens Döner. Und irgendwie habe ich das, wenn ich so fettiges Fastfood esse, dann fängt meine Nase an zu juckeln. Und man sollte vielleicht meinen, ich habe das gelernt und ich weiß das auch und ich sollte vielleicht dann nicht aufnehmen, weil ich dann die ganze Zeit so da sitze. Ist ja auch toll für euch. Aber wisst ihr was? Ich konnte mich nicht zurückhalten. Aber wir sind jetzt hier in dem letzten Tempel und da machen wir schon mal ein bisschen an, bevor ich jetzt den ganzen Rest der Folge noch kaputt rede. Dalas, verfügst du über das Zauberelixier? Als nicht, solltest du nicht weitergehen. Zauberelixier? Warum soll ich das... Oder... Meint ihr das? Zauberelixier, warte mal, vielleicht mit dem magischen Umhang? Das fängt ja super an. Nö. Hä? Ah, warte mal. Guck mal, ich bin doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Wir gehen trotzdem mal weiter, obwohl der explizit gesagt hat, wir sollten nicht weitergehen. Wir schauen mal, wie es läuft. Aber ich sag mal, wir schauen das in der nächsten Folge. Wir haben es tatsächlich in dieser Folge geschafft, den Eingang hier zu finden. Ist das nicht schön? Ja, bis dahin. Besten Dank fürs Zusehen und man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüssi.